Ja, wir tragen Hugo Junkers nicht nur in unserem Namen, sondern Hugo Junkers bedeutet für uns sehr viel mehr. Denn wir leiten aus seinem Wirken und seinem Schaffen unsere drei Leitbegriffe Leistung, Verantwortung und Kreativität ab. Wir freuen uns, denn die Ausstellung in unserer Schule über Hugo Junkers als Architekt und seine Thermodynamik wird in Zukunft erweitert durch den Event-Hangar. Beeindruckend an Hugo Junkers sind seine zahlreichen Erfindungen und dass er auch in so vielen Bereichen so spezialisiert war. Er war ja nicht nur in der Flugzeugtechnik sehr berühmt, sondern auch in den kleinen Bereichen des alltäglichen Lebens. Und daran kann man sich als Schüler ein großes Vorbild nehmen. Wir müssen ja auch alles können. Hier sehen wir einen weiteren Bereich von seinem Genie, würde ich sagen, die Stahllamellentechnik. So konnte er mobile Hallen schaffen, riesig groß, um halt auch seine großen Flugzeuge unterzubringen. In 2010 haben wir von der Wirtschaftsförderung erfahren, dass es die Chance gibt, die U52 dauerhaft nach Mönchengladbach zu holen. Zu der Zeit war ja im Grunde geplant, dass die U52 nicht mehr fliegen sollte und deshalb konnte man natürlich auch darüber nachdenken, sie nicht an einem Flugplatz zu platzieren. Unser Wettbewerbsbeitrag war in Art eines Schmuckkästchens, das ist natürlich viel passender für die Innenstadt, aber hier am Flughafen passt natürlich der Hangar optimal. Also im Endeffekt war es sicherlich eine Idee, die ein bisschen schon den normalen Maßstab gesprengt hat. Zu einem vom Volumen her, wir sind das am höchsten dotierte Förderprojekt in diesem Tourismustopf. Zum anderen, weil es eben auch die Idee hatte, dass man etwas Historisches, nämlich den Hugo Junkers mit seiner U52 kombiniert mit modernen Eventveranstaltungen. Nun ist es so, dass die EWMG als Muttergesellschaft, wie man sagt, für diese Hangar-Projekt GmbH natürlich im Gesamttun und Machen dabei war. Und wir haben insgesamt dort sehr früh erkannt, dass wir für den Flughafen Mönchengladbach auch an dieser Stelle etwas tun müssen. Also erst einmal sind wir stolz darauf, dass wir dem großen Sohn der Stadt Mönchengladbach und dem anerkannten Pionier ein Denkmal setzen können. Davon profitiert der Flughafen, davon profitiert die Stadt und auch in Außenwirkung ein Zeichen, wir kümmern uns um unsere bekannten Söhne.